unserem neuen Buch Kapitalismus am Limit wollen wir einerseits begreifen, warum die imperiale Lebensweise weiterhin so attraktiv ist und gleichzeitig die Krisen weiterhin verschärft. Was uns interessiert ist, inwieweit die imperiale Lebensweise gerade dadurch, dass sie sich immer weiter vertieft in den Ländern des globalen Nordens und dass sie sich auf die Länder des globalen Südens ausbreitet, selber ihre eigenen Existenzgrundlagen untergräbt, dass sie sozusagen zum Opfer ihres eigenen Erfolges wird. In unserem Buch Kapitalismus am Limit versuchen wir zeitdiagnostisch verschiedene Projekte herauszuarbeiten, mit denen die Eliten versuchen, diese Krisen zu bearbeiten. Das nennen wir einerseits grüner Kapitalismus, also durchaus eine Modernisierung, eine Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Zweitens eine autoritäre Stabilisierung der imperialen Lebensweise. Und drittens solidarische Alternativen, einen Ansatz, sozusagen, den wir auch stark machen und den wir an vielen Beispielen ausführen.